du nicht sagst. Wollen wir zum Mondsee? Ja, ich schwimme an Land, alles klar. Ich bin für die Abkürzung. Oh nein, Cleo, warte! Einfach unglaublich, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist. Es sind nur noch 3 Wochen bis dahin. Bis wohin? Sandpoint Beach Hotel, wir kommen. Ach, dein Vater hat seine Beziehung spielen lassen und jetzt haben wir ein Apartment direkt am Pool. Man macht nur die Türen auf und geht praktisch im eigenen Wohnzimmer schwimmen. Ja! Ich fahr nicht mit. Was tust du? Ich fahr nicht mit, ich kann nicht. Es ist alles schon gebucht. Ich mach das schon. Emma? Du freust dich doch immer auf diesen Urlaub. Und Elliot tut das auch. Er zählt schon die Tage. Ja, ich weiß. Und was ist bitte mit dem Wasserpolo-Turnier? Das wir jedes Jahr gewinnen? Wir? Als Familie? Oh. Ich weiß, was los ist. Das tust du? Ja. Du wirst älter. Es ist nicht gerade cool, mit der Familie Urlaub zu machen, stimmt's? Nein. Mom, das ist es nicht. Ich will ja mit. Aber? Mir kannst du es doch sagen. Kann ich nicht. Ich fahr nicht mit, okay? Alles klar? Hunger? Und wie? Das ist ja unglaublich. Du hast dir so viel Mühe gemacht. Nur für dich. Du und ich, hm? Wer hätte das gedacht? Das ist Dr. Denmans Yacht. Ich habe sie wieder enttäuscht. Unser Familienurlaub hat schon Tradition. Sie kommen schon drüber hinweg. Du bist nicht so der Typ für Familiengefühle, oder? Was soll das grübeln? Du kannst nicht vor deiner Familie schwimmen gehen, wenn sie nicht wissen soll, dass du ein Fisch bist. Okay. Ich will euch nicht beunruhigen, aber es gibt Probleme. Das falsche Grinsen ist wieder da, Leute. Du solltest vielleicht noch ein klein bisschen deutlicher werden. Ihr wisst schon, das blonde Gift, das genüsslich mit Luis und unserer DNA-Probe rumgemacht hat. Die Meeresbiologin, diese Hübsche. Hübsche? Ihre Augen stehen viel zu eng zusammen. Und was macht Dr. Denman jetzt wieder hier? Ich weiß nicht. Aber ihr Boot ankerte heute Nachmittag vor Mako Island. Louis? Dr. Denman. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Was führt Sie wieder her? Untersuchungen. Du kennst das doch, Louis. Korallenanalysen, Fischbestandszählungen, ziemlich langweiliges Zeug. Wieso? Bist du an Arbeit interessiert? Nein, das ist nicht so mein Ding. Ja, das ist vermutlich eher öde im Vergleich zu deiner Zellprobe. Welcher Zellprobe? Oh, naja, die mit den bahnbrechenden Eigenschaften, mit der ich experimentiert habe. Nur damit du die Ergebnisse einfach mal selbsthellig löschst. Oh, die Zellprobe. Vermutlich hast du es getan, weil du einen wissenschaftlichen Durchbruch erkennen kannst, Louis. Nein, ich hab's getan, weil das meine Probe war. Na klar.
Ich bin eh zu beschäftigt mit meinen hochbezahlten und langweiligen Forschungsarbeiten. Danke. Ich hab zu tun. Bis dann. Bis dann. Scheint ein normales Umweltgutachten zu werden. Und wenn nicht? Sie hat keinen Grund zu lügen. Und ich habe ihren Kram gesehen und das waren normale Statistiken. Ihr habt nichts zu befürchten, ich bin sicher. So sicher wie damals, als sie fast unsere DNA-Probe gestohlen hat oder noch sicherer? Was Cleo sagen will, ist, dass es ein ziemlich ungemütliches Gefühl ist, wenn eine Meeresbiologin auf Mako Island herumschnüffelt. Was war das mit Mako Island? Gar nichts. Ihr habt gerade von Mako Island gesprochen. Irgendwas mit einem Meeresbiologen. Ja, irgend so ein berühmter Meeresbiologe schnüffelt da herum, ist echt nichts Besonderes. Hey, das Shirt ist cool. Ist das neu? Das steht dir. Jemand was zu trinken? Hallo. Dr. Denman? Nein, ich bin Greg. Ich bin Dr. Denman. Sie? Sie sind Dr. Dr. Denman. Ganz recht. Nette Geräte. Sind auch nett teuer. Was ist das? Eine Unterwasserkamera? Bewegungsaktiviert. Um uns möglichst genaue Daten bei den Fischzählungen zu übermitteln. Und du bist? Ich bin Zane. Zane Bennett. Ah, Zane Bennett. Hab von dir gehört. Du bist doch derjenige, der von Meerjungfrauen besessen ist. Stimmt, ja. Ist dir also nicht peinlich? Wieso denn auch? Tja, es tut mir furchtbar leid, aber Meerjungfrauen gibt es nicht. Es gibt sie, okay? Ich habe mit eigenen Augen eine gesehen. Tatsächlich? Ich bin's gewohnt, dass mir keiner glaubt. In der Wissenschaft geht es nun mal um Fakten, Zane. Nicht um Fantasien. Sie sagen es. Suchen Sie da weiter. Sie werden überrascht sein, was Sie da beobachten. Danke für den Tipp. Sie sammelt bloß Wasserproben, untersucht Algen- und Fischpopulationen. Nichts, was euch gefährlich werden kann. Ich habe einfach ein mieses Gefühl bei ihr, das ist alles. Cleo, sie hat immerhin einen guten Ruf zu verlieren und der Plan, mehr Jungfrauen zu jagen, ist etwas abwegig. Hey, sieh dir das mal an. Komischer Platz für ein Date. Wirklich komisch. Was ist das? Vielleicht eine Fischschuppe? Ich habe schon viele Fischschuppen gesehen, Greg.
Aber wirklich noch niemals so eine. So, gleich haben wir es. Wenn ich sie völlig getrocknet habe, nehmen wir eine Probe und... und fertigen ein... Hey! Ist das... ist das Haut? Gib mir das Skalpell. Pinzette. Okay. Jetzt werden wir einfach Wasser hinzufügen. Unglaublich, oder? Die ganze Zellstruktur hat sich völlig verändert durch den Kontakt mit Wasser. Das ist aber unmöglich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Elliot, was ist los? Du verdirbst unseren Urlaub. Das ist los. Ich kann's dir erklären. Was gibt's da zu erklären? Ich habe, wie soll ich sagen, gewisse Schwierigkeiten mit Wasser. Es ist wie eine Phobie. Das glaube ich dir nicht. Leute, die sich vor Wasser fürchten, gewinnen nicht all das, indem sie nicht darin schwimmen. Elliot. Du bist egoistisch. Du zerstörst unsere Ferien und die ganze Familie. Meine ganze Familie hasst mich und ich kann nichts dagegen machen. Das tut sie sicher nicht. Doch, tut sie. Besonders Elliot. Ich meine, er ist noch ein Kind. Es ist nicht fair, dass sein Urlaub ausfällt. Louis. Hörst du mir zu, Louis? Was? Das ist wichtig. Oh, ich bin ganz Ohr. Ich habe diese ganze Geschichte wirklich langsam satt. Louis? Entschuldige, dass ich störe. Können wir kurz sprechen? Ja, klar. Du hast recht. Ihre Augen stehen zu eng zusammen. Ich mag dich, Louis. Du bist clever. Können wir bitte zur Sache kommen, Doktor? Okay. Ich möchte genaueres wissen über die Zellprobe, die du letztes Mal hattest. Nein, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich habe was Ähnliches gefunden. Auf einer besonderen Fischschuppe. Auf Mako Island. Am Ufer eines merkwürdigen Sees unter einem Vulkan. Schön, dass du anfängst, mir zuzuhören. Hör zu, die Zellen, die ich von der Schuppe genommen habe, sind so gut wie identisch mit denen deiner Probe. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Tja, ich habe meine von etwas Seetang am Strand. Tja, das glaube ich dir einfach nicht. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Entschuldigt bitte die Störung. Was hat sie gesagt dir? Findest du sie hübsch? Entschuldigt. Es besteht die Möglichkeit, dass sie vielleicht... Spuck's aus, Louis. Sie hat Spuren gefunden. Du hast gesagt, sie hat nichts. Sie hat auch... eigentlich nichts. Sie hat ein paar Zellen von euren Fischschwänzen gefunden. Was? Ja, auf Mako Island am Ufer des Mondsees. Das ist wirklich übel. Hey, ich weiß, es klingt übel. Ich weiß. Okay, aber lasst uns erstmal nachdenken. Wir denken darüber nach. Das hat so gut wie nie geholfen, Louis. Sie hat eine ungewöhnliche Zellprobe, die sie nicht mit euch in Verbindung bringt. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Das wäre schön, Louis. Dr. Denman, haben Sie was Interessantes gesehen von Mako Island? Hör zu, tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber da draußen ist wirklich nichts. Was? Das glaube ich nicht. Da sind bloß Fische. Und nur damit befassen wir uns. Bestandsaufnahmen. Du kannst mir glauben, da draußen ist nichts. So, ich bin weg. Ich muss Besuche erledigen. Wenn du hier schon rumlungerst, könntest du den Pool reinigen.
Mach dich zur Abwechslung nützlich. Hi. Hi. Ich hab dich heute mit der Meeresbiologin gesehen. Eifersüchtig? Nein, nur neugierig. Sie forscht nur ein wenig, zählt Fische, sowas in der Art. Nichts Interessantes. Ehrlich? Ich hab gehört, sie hat was Tolles entdeckt. Was? Sie hat mir gesagt, sie hat nichts entdeckt? Ich denke, sie macht nur langweilige Fischzählung. Was hast du gehört? Ich kann mich irren, ganz sicher tue ich das. Vergiss es lieber wieder. Ich wusste es. Sie will mich reinlegen, weißt du? Sie weiß was über die Meerjungfrau. Oh, Zane, wieso vergisst du diese Geschichte nicht endlich? Weil sie Realität ist, Ricky, deshalb. Tja, es fängt allmählich an, mich wirklich zu nerven. Kannst du nicht was Sinnvolles finden, womit du deine Zeit verbringst? Also, weißt du, du bist genau wie mein Vater. Kein Mensch glaubt mir. Womöglich hat das ja seinen Grund. Ich denke, du solltest gehen. Zane. Geh einfach. Ich will dich im Moment nicht sehen. Dr. Denman führt auf jeden Fall was im Schilde. Sie hat Louis und Zane unterschiedliche Sachen erzählt. Offensichtlich belügt sie einen von beiden. Ich wusste, sie macht Probleme. Sie fängt uns ein und studiert uns wie Monster. Cleo. Sie steckt uns in ein Becken, zusammen mit Fischen. Vermutlich Aalen. Ich hasse Aale. Cleo. Sie schneidet uns in Stückchen und packt uns in Reagenzgläser. Halt jetzt den Mund. Sorry. Alles okay, Ricky? Bei mir? Ja. Nein, es ist echt furchtbar. Hör zu, wir müssen rauskriegen, was Dr. Denman weiß. Ich denke, ich weiß, wo wir anfangen. Also, was haben Sie entdeckt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe gehört, Sie haben was entdeckt und ich will wissen, was. Und wer hat dir das erzählt? Ich erfahre einfach alles in dieser Stadt. Das glaube ich nicht. Dad. Guten Tag, Dr. Bennett. Sekunde, ihr zwei kennt euch? Was tust du hier, Zane? Was tust du hier? Geschäfte. Wieso verschwindest du jetzt nicht? Du findest sicher eine kostspielige Beschäftigung. Warte, sie hat einen Tipp von mir gekriegt und ich bin sicher, sie weiß was. Lass uns eins klarstellen. Ich habe Dr. Denman mit einer Umweltverträglichkeitsstudie beauftragt. Ich weiß, dass du damit Probleme hast. Aber Mako Island wird definitiv verschlossen. Nein! Ob es dir passt oder nicht. Es geht um was Wichtigeres. Sie ist der Meerjungfrau auf der Spur. Zane, es geht hier wirklich nicht um dich und deine fixen Ideen. Entschuldigen Sie bitte, mein Sohn hat eine ziemlich lebhafte Fantasie. Ignorieren Sie ihn. Tja, ich hoffe, Ihre Ergebnisse sind positiv. Es entspricht eigentlich alles unseren Erwartungen. Eins ist allerdings etwas seltsam. Wir haben in dem Gebiet merkwürdige Zellen gefunden. Wo haben Sie die gefunden? Also wirklich, Zane, das geht dich nichts an. Ich bin nicht sicher, woher sie stammen, aber ich habe sie auf Mako Island gefunden. Dr. Denman, vermutlich sollten Sie sich das ansehen. Sind das etwa bitte keine Fakten? Diese Frau war hier. Diese Denman ist hier gewesen. Das ist gefährlich. Sie ist uns zu nah. Wir können nicht mehr herkommen. Ab jetzt. Aber das ist unser Platz. Unser spezieller Platz. Jetzt nicht mehr. Ricky hat recht. Wir dürfen ganz einfach nicht auffallen. Das bedeutet totaler Rückzug. Das heißt, wir kommen nicht mehr hierher? Wir können nicht mehr mit den Delfinen schwimmen? Kein mitternächtliches Schwimmen mehr? Gar nichts. Keine Meerjungfrauen. Für wie lange? Solange es sein muss, okay? Okay. Okay.
Emma? Kannst du bitte mal herkommen? Ist alles in Ordnung? Setz dich bitte. Also, wir wissen, dass du dies Jahr nicht mit ins Sandpoint Beach Hotel willst. Aber was würdest du davon halten, woanders hinzufahren? Und zwar an einen Ort, der echt trocken ist. Wie Zentralaustralien. Ein Ferienaufenthalt mitten in der Wüste? Ist das euer Ernst? Es war Elliots Idee. Heißt das ja? Ja, das heißt ja. Komm her! Wir müssen alle Stillschweigen darüber bewahren. Das Letzte, was wir brauchen, sind Journalisten, die auf Mako Island rumrennen, klar? Zane, kannst du das für dich behalten? Solange ihr hübsch einseht, dass ich recht hatte. Ich sag doch schon die ganze Zeit, dass da... Hör zu, Zane. Sorry, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich habe mich geirrt. Und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und? Bist du so nett und nimmst sie an? Denk bitte dran, Zane. Ja, ich weiß. Nicht drüber reden. Sehen Sie sich das an. Eine andere Kamera. Unglaublich. Ich kenne diese Mädchen. Ich denke wirklich nicht, dass wir Zane einweihen sollten. Nicht sagst. Wollen wir zum Mondsee? Ja, ich schwimme an Land, alles klar. Ich bin für die Abkürzung. Oh nein, Cleo, warte! Einfach unglaublich, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist. Es sind nur noch 3 Wochen bis dahin. Bis wohin? Sandpoint Beach Hotel, wir kommen. Ach, dein Vater hat seine Beziehung spielen lassen und jetzt haben wir ein Apartment direkt am Pool. Man macht nur die Türen auf und geht praktisch im eigenen Wohnzimmer schwimmen. Ja. Ich fahre nicht mit.
Was tust du? Ich fahre nicht mit, ich kann nicht. Es ist alles schon gebucht. Ich mach das schon. Emma? Du freust dich doch immer auf diesen Urlaub. Und Elliot tut das auch. Er zählt schon die Tage. Ja, ich weiß. Und was ist bitte mit dem Wasserpolo-Turnier? Dass wir jedes Jahr gewinnen? Wir? Als Familie? Oh, ich weiß, was los ist. Das tust du? Ja. Du wirst älter. Es ist nicht gerade cool, mit der Familie Urlaub zu machen, stimmt's? Nein, Mom, das ist es nicht. Ich will ja mit. Aber? Mir kannst du es doch sagen. Kann ich nicht. Ich fahre nicht mit, okay? Alles klar? Hunger? Und wie? Das ist ja unglaublich. Du hast dir so viel Mühe gemacht. Nur für dich. Du und ich, hm? Wer hätte das gedacht? Dr. Denmans Yacht. Ich habe sie wieder enttäuscht. Unser Familienurlaub hat schon Tradition. Sie kommen schon drüber hinweg. Du bist nicht so der Typ für Familiengefühle, oder? Was soll das grübeln? Du kannst nicht vor deiner Familie schwimmen gehen, wenn sie nicht wissen soll, dass du ein Fisch bist. Okay. Ich will euch nicht beunruhigen, aber es gibt Probleme. Das falsche Grinsen ist wieder da, Leute. Du solltest vielleicht doch ein klein bisschen deutlicher werden. Ihr wisst schon, das blonde Gift, das genüsslich mit Luis und unserer DNA-Probe rumgemacht hat. Die Meeresbiologin, diese Hübsche. Hübsche? Ihre Augen stehen viel zu eng zusammen. Und was macht Dr. Denman jetzt wieder hier? Ich weiß nicht. Aber ihr Boot ankerte heute Nachmittag vor Mako Island. Louis? Dr. Denman. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Was führt Sie wieder her? Untersuchungen. Du kennst das doch, Louis. Korallenanalysen, Fischbestandszählungen, ziemlich langweiliges Zeug. Wieso? Bist du an Arbeit interessiert? Nein, das ist nicht so mein Ding. Ja, das ist vermutlich eher öde im Vergleich zu deiner Zellprobe. Welcher Zellprobe? Oh, naja, die mit den bahnbrechenden Eigenschaften, mit der ich experimentiert habe. Nur damit du die Ergebnisse einfach mal selbsthellig löschst. Oh, die Zellprobe. Vermutlich hast du es getan, weil du einen wissenschaftlichen Durchbruch erkennen kannst, Louis. Nein, ich hab's getan, weil das meine Probe war. Na klar. Ich bin zu beschäftigt mit meinen hochbezahlten und langweiligen Forschungsarbeiten. Danke. Ich hab zu tun. Bis dann. Bis dann. Scheint ein normales Umweltgutachten zu werden. Und wenn nicht? Sie hat keinen Grund zu lügen. Und ich habe ihren Kram gesehen und das waren normale Statistiken. Ihr habt nichts zu befürchten, ich bin sicher. So sicher wie damals, als sie fast unsere DNA-Probe gestohlen hat oder noch sicherer? Was Cleo sagen will, ist, dass es ein ziemlich ungemütliches Gefühl ist, wenn eine Meeresbiologin auf Mako Island herumschnüffelt.